Die richtige Schnitttechnik ist für jeden Koch das A und O. Und deswegen geht es heute genau um dieses Thema. Ich kann mich noch selbst sehr gut an meine eigene Lehrzeit erinnern und wie schwierig es war für mich, diesen Krallengriff zu üben und dass der mit der Zeit in Fleisch und Blut übergeht. So, wir machen jetzt hier eine Trockenübung. Die Hand wird zu einer Kralle gebildet, seitlich zu dir. Das Messer sollte gerade und senkrecht, auch im rechten Winkel zur Arbeitsfläche immer stehen, nie geknickt, schon gar nicht zu dir, eher noch weg von dir. Gerade ist es ideal, allein schon wegen der Schneidefläche. Messer muss natürlich sehr scharf sein. Man verletzt sich viel leichter mit einem stumpfen Messer als mit einem höllenscharfen Messer. Die Hand wird zur Kralle gebildet. Die Fingerrücken sollten auch senkrecht zur Arbeitsfläche stehen und die Fingerkuppen sollte man nicht so abknicken, da man sich auch verletzen kann, indem man dann sich hier ganz gerne mal in den Nagel oder die Fingerkuppe anschneidet oder sogar wegschneidet. Ja. Also immer schön senkrecht und leicht eingeknickt in einen Winkel, dass das Messer hier nicht dazukommt, wie man das vielleicht hier erkennen kann. Und wenn das Messer den Fingerrücken mitführt, das heißt immer in Berührung bleibt, kann ich hier schön entlangfahren. Man verletzt sich auch ganz gerne am Anfang, indem man den Daumen oft vor den Fingern lässt und sich so hier dann eventuell hineinschneidet. Nie vergessen, den Daumen hinterm Zeigefinger richtig zu verstecken. Das wäre die richtige Haltung. Ja, und es ist sehr wichtig, sich diese Technik anzugewöhnen, um mit den Jahren auch gut und effizient arbeiten zu können. Also es gibt verschiedene Schnittarten und dazugehörige Fachausdrücke und die wichtigsten, die zeige ich dir jetzt. Als erstes möchte ich dir zeigen, wie man Julienne schneidet. Julienne ist ein Fachausdruck und bedeutet feine Streifen, circa 4 cm lang. Anhand von Wurzelgemüse zeige ich dir das. Hier ist es wichtig, dass auch das Gemüse nicht rutscht, das heißt, dass hier immer auch eine Kante zur Arbeitsfläche ist. Ich schneide mir mit dem Messer feine Scheiben runter, lege sie mir hier übereinander. Krallengriff nicht vergessen und schneide mir dünne Streifen herunter. Dasselbe mit einer Karotte. Abkanten, dann aufstellen wichtig, damit du eine sichere Untergrundfläche hast, damit die Karotte die nicht wegrollt oder wegrutscht. Da geht es auch um Arbeitssicherheit. Dann schneidest du dir die Karotte in dünne Scheiben hinunter, schneidest dir dünne Streifen runter. Zusätzlich ist es wichtig, gerade am Anfang auch den Wiegeschnitt zu beherrschen. Man übt das auch ganz gerne trocken. Man konzentriert sich darauf, dass die Finger, dass man einen guten Halt hat am Griff. Manche halten das Messer nur am Griff. Viele Köche gehen bis knapp vor die Klinge, suchen sich einen guten Haltegriff und übt das Ganze mal ohne Krallengriff. Senkrecht in einem schönen rechten Winkel auf dem Schneidebrett mit Kontakt, direkten Kontakt mit dem Messer vorne an der Spitze mit dem Brett richtig schön zu wiegen. Man zieht das Messer zu sich und wiegt.
Das Messer verlässt das Brett nicht. Julienne-Gemüse verwendet man gerne für die klassische Garnitur Esterhazy, genauso auch für Soßen, Salate oder auch Beilagen. Vor allem auch in der asiatischen Küche ist das eine sehr beliebte Schnitttechnik. Die nächste Schneideart, die ich dir zeigen möchte, ist fein würfelig, Fachausdruck dazu Brunoise. Ähnlich wie bei Julienne, man schneidet sich dünne Scheiben runter von einem Gemüse. In dem Fall habe ich hier Zucchini, Sellerie und Paprika. Dann schaut man, dass man sich das, diese gleichmäßigen Scheiben übereinander legt. Schneidet dünne Streifen herunter, in etwa 2 mm stark. Dann legt man sich geordnet die Streifen quer zu sich. Brunoise ist die Bezeichnung kleinwürfelig, klein, wirklich klein, 2x2 mm, sagt man, ist so die Größenordnung. Das wäre Brunoise. Alles, was größer als diese Würfeln hier sind, ist kein Brunoise. Nächste Schneideart ist Paysan oder auch feinblättrig. Anhand von einer Zucchini, geviertelt in dem Fall. Hier kann man auch den Hackschnitt verwenden, Krallengriff wie gehabt. Schneiden wir uns feine Blätter herunter. Nächste Schneideart, die ich dir zeigen möchte, ist Batonnet, Fachausdruck für Stifte. Ganz bekannt, kennst du bestimmt, sind Pommes. Sollten Gemüseabschnitte entstehen, kann man die natürlich anderweitig verwenden für Cremesuppen, Soßenansätze oder Fonds. So, und die fünfte Schneideart wäre jetzt berühmte Mürbeau, Röstgemüse, was man hauptsächlich für Soßenansätze verwendet. Oder Gemüse-Ragus auch. Und zwar geschältes Gemüse, Wurzelgemüse, Sellerie, Karotten, gelbe Rüben, Lauch und Zwiebeln. Wichtig hierbei ist es, das Gemüse relativ groß zu schneiden. Ganz große, dicke Stifte. Bei Zwiebel für Mürbeau-Gemüse, je nach Größe der Zwiebel, in dem Fall jetzt nur geviertelt. Das klassische Mürbeau besteht aus Zeller, gelben Rüben, Karotten in grobe Würfeln geschnitten, Zwiebeln ebenfalls grob geschnitten und Lauch und wird zum Ansetzen von Fonds und Soße verwendet. Zur Wiederholung noch einmal die wichtigsten Grundschneidearten: Brunoise, kleine Würfel, Julienne, feine Streifen, Batonnet, Stifte, Paysan, fein blättrig, Mürbeau, grob würfelig. Insgesamt die Fachausdrücke sind deswegen wichtig, weil die Küchensprache international gesehen eine Sprache ist. Köche andere Länder bereisen, in anderen Ländern arbeiten
und auch die Arbeitsschritte bei Arbeitsanweisungen abzukürzen. Kleines Beispiel dafür, würde ich sagen, bitte lieber Kollege, ich brauche Karottensellerie, gelbe Rüben in grobe Würfel, 2x2 cm geschnitten, dauert das mitunter von der Konversation her zu lange und somit kürzt man das mit ein paar Arbeitsanweisungen an. Ich brauche bitte 3 Kilo Mürbohr und jeder Koch weiß Bescheid, was er zu tun hat. Jetzt nochmal zur Wiederholung deines Arbeitsplatzes. Du brauchst rutschfeste Unterlagen. Ich habe hier so Gummimatten. Du kannst natürlich auch feuchtes Einwegpapier dafür verwenden. Brett, damit es nicht rutscht. Ein sicherer Stand, schulterbreit, fest am Boden, also nicht irgendwie locker und so schneiden, ja, oder schief stehen, auch nicht gut. Gerade zum Brett, schulterbreit die Füße, fester Stand, Krallengriff zur Wiederholung, Hand krümmen, eine Kralle machen, Finger aneinander, Daumen hinter Zeigefinger verstecken und senkrecht in einem 90-Grad-Winkel zur Arbeitsfläche bzw. zum Arbeitsbrett. Messer muss scharf sein. Ganz wichtig, mit einem scharfen Messer, wenn man sich verletzt, tut es bei Weitem nicht so weh wie mit einem stumpfen. Wiegetechnik, Wiederholung, die Messerspitze berührt ständig und stetig das Brett. Schön das Messer wiegen, auch senkrecht zum Brett. Nicht schief, nicht geknickt, die Schneide befindet sich senkrecht. Schön wiegen, Arbeitsplatz sauber halten, das sind die Grundvoraussetzungen für eine gute Schneidetechnik. Schneidetechnik muss geübt sein, kein Meister ist vom Himmel gefallen. Pass auf dich und deine Hände gut auf, achte immer gut auf deine eigenen Messer, sie sind genauso wie deine Hände dein Kapital. Lern die Fachausdrücke, um dir die Arbeit zu erleichtern. Fachausdrücke sind keine Strafe für einen Koch, französische Wörter zu sagen oder erklärt zu bekommen, sondern eine internationale Fachsprache, die unseren Beruf mit ausmacht, gehört genauso dazu wie das ordentliche Adjustieren, ordentlichen Arbeitsplatz vorzubereiten. Viel Spaß beim Üben und bis zum nächsten Mal.